Schönen guten Abend auch von mir. Ich möchte es auch gar nicht so lang machen, aber ich möchte das doch kurz einordnen, was wir heute hier tun. Also es ist noch nicht mal ein Jahr her, da hat sich das Arbeitsgremium zur Erarbeitung der Bürgerleitlinien konstituiert. Und wir hatten eine öffentliche Werkstatt. Wer dabei war, kann sich erinnern, im Festsaal Kreuzberg war im Februar, wenn ich mich recht entsinne, oder im März. Irgendwie so, da ging es darum, was sind eigentlich die Ansprüche der Stadtöffentlichkeit an diese Leitlinien? Kann man mich gar nicht hören oder was ist das jetzt für ein Zeichen? Es läuft parallel Musik, ich höre keine Musik, das finde ich schade. Ich hoffe, Sie können mich hören. Also wir hatten die erste Werkstatt im Rahmen des Leitlinienprozesses im Frühjahr des Jahres und wir sind jetzt ein halbes Jahr später und einen großen Schritt weiter. Das muss man mal deutlich sagen. Also mit dem Entwurf der Grundsätze, die jetzt vorliegen, haben wir sozusagen den ersten Teil der Arbeit, der Erarbeitung der Leitlinien so weit fertig, dass man sie heute hier öffentlich diskutieren kann. Ich wünsche mir, dass die Diskussion heute dazu führt, dass man dann auch relativ zügig die Grundsätze sozusagen abschließen kann. Das Arbeitsgremium hat sich sehr viel Mühe damit gemacht, auch mal links und rechts zu schauen. Was gibt es denn in anderen Städten? Was läuft in Berliner Bezirken? Was ist eigentlich sozusagen unser Anspruch an diese Leitlinien? Es geht ja hier um letztlich Verpflichtung von Politik und Verwaltung und es geht um Qualität und um Standards. Das ist ja das Thema dieser Grundsätze. Die sind jetzt in einer für mich sozusagen sehr gut lesbaren und verständlichen Formen da. Eine Präambel, 11 Grundsätze auf 7 Seiten, das sollte uns jetzt nicht überfordern für den heutigen Abend und ich wünsche mir sehr, dass wir da sehr konkret drauf eingehen. Die Leitlinien der Bürgerbeteiligung sollen ja so etwas schaffen wie eine gemeinsame Plattform, damit wir künftig bei allen Projekten der Stadtentwicklung, seien sie längerfristig oder seien sie akut, weil es ein konkretes Bauvorhaben ist, dass wir solche Bürgerbeteiligungsgrundsätze künftig einhalten. Dass wir diese Diskussion in so einem breiten Rahmen führen, ist auch gut, weil dass die Leitlinien partizipativ erstellt werden, ist auch schon ein Wert an sich. Das Arbeitsgremium ist eine sehr ungewöhnliche Form sozusagen der Vorbereitung. Ich bedanke mich auch bei allen, die sich diesen sehr aufwendigen Arbeitsprozess gestellt haben. In einem Gremium, das zu 50% aus der Bürgerschaft besetzt ist und die anderen 50% teilen sich dann Politik, Verwaltung, Auskenner. In einem solchen Gremium zu Rande zu kommen, ist nicht so ganz einfach. Deshalb also erstmal herzlichen Dank und gut, dass wir so weit gekommen sind. Die Ziele muss ich hier, glaube ich, nicht weiter erläutern, sondern ich würde mich dann am Ende der Veranstaltung nochmal äußern und in der Hoffnung, dass meine Erwartungen an die Veranstaltungen auch erfüllt sind. Vielen Dank.